Moin Leute, ich bin's, der Monty, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video werde ich heute alle Secrets klären in dem Trailer zur Staffel 1 auf Devil Kings Kanal. Den Trailer haben wir zusammen ausgearbeitet und es haben sich sehr viele Secrets versteckt und die werden wir uns jetzt zusammen angucken. Also fangen wir direkt mit dem ersten Secret an. Das erste Secret sehen wir direkt nach meinem neuen Intro, was wir für den Trailer gefertigt haben. Nämlich rechts oben, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man an der Wand ein Gesicht von diesem Poster hier. Und dieses Poster ist noch nicht alles, da ist nämlich Fallout Equestria drauf. Und das ist auch so eine kleine Anspielung auf eine Serie, die wir früher mal produzieren wollten. Das Intro hatte ich ganz früher mal hochgeladen, nämlich das hier, was jetzt gerade im Hintergrund läuft. Ja, und daran können sich wahrscheinlich die meisten nicht dran erinnern, weil ich es schon wieder runtergenommen habe. Aber wir wollten mal so eine kleine Fallout Equestria 2 Serie drehen. Aber das ist noch nicht alles, denn wenn man nämlich ganz genau hinguckt und auf das rechte Brillenglas von uns aus gesehen achtet, kann man auf einmal eine Veränderung sehen und dann sieht man auf einmal so ein komisches Dreieck mit Auge. Das kann auch nur Bill sein, oder? Ja, und das nächste Secret befindet sich direkt hinter unseren Inspirationsquellen, denn wenn man nämlich mal die Karte anguckt, die gerade besprochen wird, das ist eine Karte von einem relativ bekannten Spiel, nämlich das Game of Thrones Spiel, der Eiserne Thron. So, und das nächste Secret versteckt sich direkt in der Szene, wo ein altes verlassenes Haus gestürmt wird. Nämlich wenn man da mal auf den Türrahmen guckt, direkt ganz vorne im Bild links, sieht man Runen. Und wenn man die mal übersetzt, kommt daraus Abonnieren. Und direkt eine Szene weiter, wenn wir nämlich im Haus sind, sieht man, wenn man ganz genau hinguckt, unten links, ganz schwach zu sehen, man denkt, es ist Graffiti oder so, ein Fanart. Und das ist nicht das einzige Fanart. Nämlich wenn man oben rechts guckt, über dem Fenster, sieht man auch ganz schwach ein weiteres Fanart, welche Devil King von euch zugesendet bekommen hat. Und wie die Action geht's direkt weiter mit dem nächsten Secret in der nächsten Szene. Da sehen wir nämlich, wenn wir auf den Balken achten, in der Mitte des Bildes, ein Wanted-Plakat mit Ford drauf. Und wenn wir noch genauer hingucken, sehen wir eine Becipher-Verschlüsselung, die übersetzt bedeutet Rick was here. Also, Rick war hier. Das bedeutet, der Charakter Rick aus Rick und Morty hat sich dort verewigt, wie man auch in einem von Devil Kings Videos sehen kann. Aber das ist noch nicht alles, denn wenn wir in den Hintergrund unter dem Fenster auf die Glasscherbe achten, sehen wir ganz leicht das neue Profilbild von Devil King, was auch wieder ein Fanart ist. Das Secret, was nun folgt, ist eine direkte Anspielung auf den XCOM 2 War of the Chosen Announcement Trailer. Man sieht, wie eine Patrouille den Weg kreuzt und oben sich was in der Ecke versteckt. Und genau das sehen wir in dieser Szene auch, wie sich oben hinter dem Gebüsch jemand versucht zu verstecken. Auf den Schienen hat sich das nächste Secret versteckt. Denn wenn man nämlich auf den Waggon achtet, sieht man links eine Gremgoblin-Zeichnung. Und ein Stück darüber sieht man wieder ein Fanart von Bill Cipher. Ja, und in dieser Szene gibt es sehr wahrscheinlich die meisten Secrets. Denn allein wenn man mal links auf den Container achtet, vorne auf das Logo, das sieht fast so aus wie das Vault-Logo von Fallout. Aber es ist ein Fallout Equestria Stabletech-Logo. Und auf der Seite sind noch Runen schon wieder zu sehen. Und wenn man die entschlüsselt, kommt ebenfalls Fallout Equestria raus. Dann, wenn man mal vorne auf das Auto achtet, auf das Kennzeichen, das kann man ganz schwach erkennen, aber es ist auch wieder eine Bill Cipher-Verschlüsselung, die bedeutet Kill me please, was man auch zu sehen bekommt, wenn man in das Journal 3 reinguckt bei Leprechaun. Und dann sehen wir noch rechts an der Steinwand wieder ein Fanart von Mabel. Ja, nach den ganzen Secrets lässt das nächste Secret natürlich nicht lange auf sich warten, denn es befindet sich im nächsten Shot der Devil King Hut. Aber das ist nicht das einzige Mal, wo man diesen Hut sieht, sondern man sieht ihn auch im neuen Devil Brother Studio Intro, wo das Devil King Wappen einen Hut auf hat. Genau den Hut. Und nicht nur da sieht man den Hut, sondern auch natürlich in viel mehr Szenen diesmal, als sonst in einem Projekt und ich zeige euch die Szenen hier im Hintergrund. Aber alle Secrets haben wir noch nicht.
denn wenn man in den nächsten Clip reinguckt, haben sich wieder mehrere Sequels versteckt. Zum Beispiel einer unten rechts in der Ecke auf dem Stein steht Giant Vampire Bats, das auch wieder eine Anspielung auf das Buch ist, wo sie vom Autoren eingetragen wurden. Doch das ist noch nicht alles, denn wenn man nämlich hinten links ganz oben in die Ecke reinguckt, sieht man schon wieder Bill Cipher. Und darunter sieht man einen Mülleimer mit wieder einem Fanart drauf, wo Bill im Wald zu sehen ist. So, und mal ganz schnell den Schuss angehalten, denn hinten auf der Tür sieht man zwei Plakate auf der Holztür. Nämlich einmal wieder das Plakat von Ford, wo er gesucht wird, und einmal wieder das Fallout Equestria Plakat. Aber das ist noch nicht alles, denn wenn man nämlich im Fenster guckt, sieht man einen Zwerg, was auch wieder ein Hinweis auf die Buchseite ist. Ein paar Szenen weiter sieht man wieder einen ganz beliebten Gast in diesem Video. Denn wenn man nämlich auf die Holztür achtet, sieht man Bill Cipher. Ja, und nach der ganzen Action sehen wir dann eine ruhige Autofahrszene, wo so langsam eine HUD-Anzeige lädt. Und wenn man mal genauer drauf achtet, sieht man, dass ein paar Videos laden. Und wenn man jetzt mal oben links drauf guckt, sieht man ein Fanvideo, nämlich das hier. Darunter sehen wir das alte Devil King Intro, was wir mal benutzen wollten für den Trailer, aber dazu mache ich noch ein Video. Dann oben rechts sieht man noch ein Fanvideo, nämlich das. Und darunter sehen wir einen Ausschnitt einer Gravity Falls Folge, nämlich Mabel und Dipper gegen die Zukunft. Ja, und da ist der Trailer auch leider zu Ende, aber in der Endcard hat sich auch noch ein Secret versteckt. Denn wenn man nämlich auf die Runen achtet, ja, was bedeuten die denn? Ja, das kann man nämlich herausfinden, wenn man den Untertitel anmacht und auf Deutsch geht. Da sieht man nämlich, dass da kommentieren, liken, teilen und abonnieren steht. So, die ganzen Secrets haben wir jetzt aufgedeckt. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr gefunden habt. Und jetzt nochmal so ein paar kleine Anmerkungen, die keine richtigen Secrets sind. Denn wenn man nämlich auf Devil King oder mein Kanal geht, sieht man, dass das Banner und das Profilbild sich verändert haben. Des Weiteren ist das Devil Brother Studios Intro so eine leichte Anlehnung an das Lucifer Intro. Und in der letzten Folge hatte ich noch ein Secret versteckt. Da habe ich nämlich, wo ich die Aufnahme verschnellert habe, habe ich die Projektdatei Abonniert mich genannt. Ja, da ist auch schon das Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da oder gebt mir ein Abo. Das wäre echt super. Und guckt euch doch nochmal den Trailer an, ob ihr die ganzen Secrets noch findet, wenn ihr sie noch nicht gefunden habt. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, haut rein. Tschüss.